So, herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Philosophischen Salons. Toll, dass Sie wieder so zahlreich erschienen sind. Auch ganz viele neue Gesichter, freut uns sehr. Offensichtlich haben wir das richtige Thema erwischt für heute. Heute ist der Himmel über uns das Thema. Eine sogenannte kleine Einführung in die Astronomie. Da haben wir ein bisschen gelogen. Es gibt keine kleine Einführung in die Astronomie. Das wird schon ein bisschen umfangreicher werden, aber immerhin hat es ja funktioniert. Sie sind gekommen. So, wir erfahren und heute unter anderem, was ein Lichtjahr ist, und zwar dessen Bedeutung unter kosmologischen Maßstäben. Wie unser Sonnensystem aufgebaut ist und ob es einen Abschied von Pluto gibt. Wir sind, wer unsere nächsten Nachbarn sind in der Fixsternwelt. Da gibt es natürlich auch viele Exoten. Rote Riesen, weiße Zwerge, Pulsare, Quasare und vieles andere noch. Ja, vorne. Nicht zu vergessen die geheimnisvollen schwarzen Löcher. Jetzt muss ich mich ein bisschen kurz fassen, weil, wie gesagt, das ist ein sehr umfangreiches Gebiet heute. Von daher jetzt zu unserem Referenten. Ein schwungvoller Mensch. Ja. Nach seinem Abitur an der Justus-Liebig-Schule hat er Physik und Verkehrstechnik an der TU Darmstadt studiert. Danach dann noch audiovisuelle Technik am SAE-Institut. Er ist also daher gleich zweifacher Diplom-Ingenieur. Seit 2003 ist er im IT-Management der Lufthansa mitverantwortlich für diverse Abläufe des Flugbetriebes. Weshalb wir jetzt auch wissen, wenn da was schief geht, wer dran schuld ist. Er ist einer der jüngsten zertifizierten Kirchenorganisten Deutschlands, wie das jetzt zusammenpasst, weiß ich auch nicht. Also er war es mal, jetzt nicht mehr ganz so jung, aber immerhin, als er es damals war, war er der Zweitjüngste, um es richtig in Erinnerung zu haben. Er ist Mitglied in der wirklich professionellen Eagles Revival Band, kann man sich ruhig mal antun. Und ganz wichtig, er ist leitender Astronom beim altehrwürdigen Physikalischen Verein in Frankfurt. Und wenn man das alles und noch so einiges mehr außer Acht lässt, hat er außer Familie, Kochen, Marathonlaufen kaum Hobbys. Und deswegen hat er Zeit für uns, heute mit uns einen spannenden Abend zu verbringen. Bitte schön. Jetzt mal als Physiker, wie man sich den Physiker so vorstellt und sagt erstmal, der Herr Knies hat Ihnen ja schon gesagt, wer ich bin, was ich tue und so weiter und so fort, also gehen wir gleich in Medias Res. An Sie die Frage, die zwei wichtigsten Fragen des heutigen Abends, haben Sie genug Zeit mitgebracht? Ja. Und Stifte für den Test, den wir nachher schreiben? Oh, ja. Natürlich nicht, ich fange nochmal von vorne an. Als Alexander von der Sternwarte und vom Physikalischen Verein sage ich erstmal einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen, sage ich, auch als Mitglied hier im Salon seit einiger Zeit. Nun freut es mich allein schon mal hier zu sein, weil Astronomie ist ein schönes Thema, mein Lieblingsthema mithin, aber wir haben heute ein kleines Problem. Das Problem ist im Prinzip schon verankert in dieser, da haben wir es, in diesem Titel hier. Der Himmel über uns ist ein riesengroßes Thema, ist ganz klar. Ja, der Himmel als Ort, der Himmel als Wort. Für den normalen Mensch ist er auch schon ein Mysterium, die Sterne da über uns. Für den Astronomen, der sieht es eher etwas nüchterner. Für ihn ist es ein Mysterium deswegen, weil er ja außer Licht von da oben nichts kriegt. Ich sage jetzt mal Licht im Sinne von elektromagnetischer Strahlung. Wenn er sich das nicht anguckt, muss er schon den Aufwand betreiben und muss irgendwo hinfliegen. Und irgendwo hinfliegen ist sehr kompliziert, kostet sehr viel Geld, wir kommen nicht weit. Wir kommen nämlich nur gerade mal an den Rand unseres Sonnensystems und dann bis mit hinreisen und gucken, wie es da ist, Schluss. Gut. Eine kleine Einführung wird sein, das war jetzt falsch gewesen, Entschuldigung, die Knöpfe sind ja recht dicht beieinander. Eine kleine Einführung ist es natürlich, weil wir haben nur, naja, 1,5 Stunden plus Pause Zeit, denke ich mal. Einführung heißt aber wiederum, es ist ein bisschen mehr als nur mal kurz erklärt, was ist Astronomie. Es ist schon ein bisschen flächiger, die ganze Angelegenheit. Und es ist die Welt der Astronomie, das heißt auch eine große Fläche und nicht nur ein Thema. Also die Astronomie hat ja viele Einzelthemen, über die wir auch Vorträge halten könnten. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ein Vortrag in der Art. Wird auch gehalten vom Physikalischen Verein zweimal im Jahr. Und zwar für die Volkshochschule Frankfurt.
Dann wird einmal das Sonnensystem und einmal der ganze Rest abgefrühstückt. Aber das macht man an 8 Abenden, 1,5 Stunden. Haben Sie kurz mitgerechnet, mit welcher Geschwindigkeit wir heute Abend hier arbeiten müssen? Das können wir natürlich nicht, ist ganz klar. Von daher nochmal die Ansage, wir werden heute breitflächig arbeiten. Aber ich will auch nicht, dass der Vortrag dann an Ihnen vorbeirauscht. Es wäre am besten, wenn Sie Fragen haben, die Fragen gleich stellen. Weil ich nehme mal ein Beispiel, wir hatten hier einen Vortrag, wo ein Mensch ein Buch über einen Maler geschrieben hat. Da kann man sich eine Frage, wenn die auftaucht, über den ganzen Vortrag merken. Heute dürfte das ein bisschen schwierig sein. Also wenn es geht, wenn Sie Fragen haben, gleich melden. Dann gehen wir gleich mal zu dieser ersten Folie hier. Ja, das ist gleich mal ein Test, wo ich mal gucken will, was Sie über Astronomie so wissen. Ich habe dieses Bild hier genommen, weil es erstmal so schön aussieht, ist schön bunt, sieht nach Astro-Vortrag aus und so weiter, aber es sind Fehler eingebaut. Ja. Der Autor hat natürlich das auch nur so gemacht, weil er keine Ahnung hatte von Astronomie, aber es sind Fehler drin. Wer sieht denn die Fehler? Pluto. Gut, Pluto ist weg. Die Sonne müsste doch mal einiges größer sein. Die Sonne müsste viel größer sein. Haben wir noch Größenfehler? Ja, dann müsste sie kleiner sein. Ich sehe es jetzt hier. Okay, ich gehe mal darüber. Die Erde müsste zumindest kleiner sein als die Venus. Und die Venus, die sieht so nicht aus. Die Venus hat so eine dichte Atmosphäre, da kann man gar nicht durchgucken. Die ist dann tendenziell blau. Das ist ein Radarbild und sie ist zu groß. Ja? Was schick ist, die anderen Planeten sind zumindest von der Größenordnung her genau richtig. Das heißt, der Autor, der hat sich da Mühe gegeben und da hat er geschlürt ohne Ende. Und ich weiß jetzt ungefähr, wie viel sie grob fast von sich herstellt. Gut. Frage? Wir müssen, um da ein bisschen durchzukommen. Er hat eine Frage. Ja. Frage am Anfang. Ja. Als wir noch in der Denkfabrik da irgendwo in der Mittelallee, das ist jetzt 4 Jahre her, also es gibt ja das Zeitraumproblem, die Paralleluniversen und so weiter, also die String, und also ich bin kein Astronom, aber es ging damals um das Thema Telepathie. Das ist keine gute Frage für den Anfang. Ich weiß. Und da wurde aber gesagt, die, wie heißt die moderne Physik, Quantenphysik. Die Quantenphysik, das Quantenuniversum. Wir können dabei, diesem Problem sich zu nähern, da war irgendwas von Verschränkung, die, also das Multiuniversen, das wäre eine Ganze. Philosophische Frage, keine astronomische. Da kommen wir um 23.10 Uhr dazu. Okay. Nun wollen wir ja heute schon so ein bisschen durch die Astronomie gehen und ich habe da mal so ein bisschen einen Fahrplan aufgestellt. Astronomie, wie alles begann, kluge Köpfe, Meilensteine, Astronomie einfach für heute, lesen können wir es ja auch. Eine kurze Einführung der kosmologischen Maßstäbe, dann gehen wir durchs Sonnensystem sukzessive, gehen dann etwas in die größere Struktur, was gibt es alles für Objekte im All, kosmologischer Streifzug in noch größerer Dimension. Dann schauen wir uns mal an, Entfernungen und Messmethoden. Wenn wir sagen in der Astronomie, das ist so viele Lichtjahre weg, das ist so viele Millionen Kilometer weg, wie machen wir das denn? Wir können ja keinen Maßstab anlegen, wir können ja näherungsweise nicht messen wie auf der Erde. So Triangulation geht zwar bei näheren Objekten schon, aber ansonsten braucht man 4 weitere Messmethoden, um überhaupt das messen zu können. Dann so langsam Richtung Abschluss vom Urknall bis zum Weltuntergang. Das gehen wir alles mal ganz kurz durch, was da so alles passiert und was für dahin passieren könnte. Die Fernrohre für den interessierten Amateur, die kann man sich hier angucken. Da habe ich am Ende kein richtiges Kapitel mehr draus gemacht, weil ich habe so Folien gestrickt bis gestern, also heute Morgen um 4. Weil ich habe eine Baustelle zu Hause und Wassereinbruch gehabt und das war dann so bis zur Nacht dabei. Danach sehen wir noch ein bisschen Pretty Pictures, fotografisches aus modernen Teleskopen wird es diesmal nicht werden. Ich habe mir überlegt, ich gebe ein paar Tipps, wie Sie mit nur einem kleinen Teleskop, nämlich einem Feldstecher, also ein Fernglas,
sich auch den Sternenhimmel angucken können und ihn bewundern können und was darüber lernen können. Gut. Wo wir vielleicht drüber reden werden oder anschneiden werden, die Wahrscheinlichkeit für Leben im All auf vernünftige Art und Weise. Den Weltuntergang zum Schluss, und zwar den wirklichen kleinen, nämlich der von unserer Erde, der bevorsteht, und den wirklichen großen, wie er möglicherweise wird, für das gesamte Universum. Religion eigentlich nein, wenn mich jemand darauf anspricht, doch. Weil ich finde, dass sich Wissenschaft und Religion nicht ausschließen. Die verschränken sich so ein bisschen, leben die meiste Zeit nebeneinander her. Aber es gibt Phänomene in der Physik, wo man sich auch als eingefleischter Homo technicus, als Physiker denkt, das ist doch irgendwie konstruiert. Da steckt doch irgendein Plan dahinter. Also das ist so meine religiöse Teil von der Astronomie. Was wir nicht lachen werden, das ist Raumfahrt in größerem Stil, außer die Sonden, die wir irgendwo hingeschickt haben. Weil über Raumfahrt kann man ganze Vorträge natürlich halten. Auch ganze Serien. Astronomie versus Astrologie. Ja, wer ist denn astrologisch angehaucht von Ihnen? Ja? Gut. Also normalerweise kann man das A abbügeln und kann sagen, Präzession der Erdachse kann ja gar nicht sein, die Erdachse taumelt. Und somit ist im Prinzip über das, was man jahrhundertelang über die Astrologie da mal festgesetzt hat, ja gar nicht mehr gültig. Also sie bezieht sich auf die astronomischen Berechnungen und Werte. Genau. Also von daher brauchen die Astronomie. Ja. Ohne die geht's nicht. Dennoch gibt es jede Menge Wassermänner, die sind irgendwie wie ich. Und Steinböcke, die sind irgendwie wie meine Frau. Und da gibt es einen Grund dafür, aber ich glaube nicht, dass wir ihn erforschen können. Von daher raus. Verschwörungstheorien machen wir nicht. Waren die Amis auf dem All gewesen? Ja, sie waren auf dem All, sind da Sonden mittlerweile, die fliegen um den Mond rum. Die sehen die Spuren noch, sie müssen da gewesen sein. Thema Z. Einzelthemen, die komplette Vorträge füllen würden, wie war denn das mit den Meteoriten oder mit den Quantenuniversen? Entschuldigung. Nee, wir kommen nachher noch da drauf. UFOs und Aliens, Besuch aus dem All. Bei uns ist auch so kein wirkliches Thema. Und die Reise zu anderen Sternen unsererseits kann man mich mal ansprechen, wenn man wissen will, warum das so schwierig ist mit den Distanzen und warum, selbst wenn man das sich mal kurz die Enterprise von Captain Kirk ausleihen könnte, uns das nicht viel helfen würde. Wer kennt denn den Teilchenzoo? Ja. Teilchenzoo. Das Teilchenzoo ist Teilchenzoo. Das neue. Nee, das ist alles unterhalb von Elektron, Proton und Neutron. Das Standardsystem. Ja, genau. Sagen wir heute nichts dazu. Ja. Ist zu kompliziert. Ganz einfach. Kann man sich auch nichts drunter vorstellen. Wir machen heute schöne Astronomie mit schönen Bildern. Da fangen wir mal an. Gut, die Astronomie musste irgendwann mal angefangen haben. Und man muss eigentlich davon ausgehen, dass es angefangen hat. Irgendwann haben ja die Affen auch nach oben geguckt und haben gesehen, da ist ein Sternenhimmel. Und irgendwann haben die Ersten angefangen, sich Gedanken zu machen. Diese Höhlenmalerei aus der Höhle von Lascaux, in der Nähe von Périgueux ist das, glaube ich, die sind 17.000 bis 15.000 Jahre vor Christus alt. Es ist nicht erwiesen, dass diese Zeichnungen einen astronomischen Hintergrund haben. Aber wenn man die sich mal genauer anguckt, sind hier so lauter so Linien stilisiert, die auffällig auch im Original hier drin sind. Das ist sehr, sehr axial gemeint, das hat mit der Natur nichts zu tun. Und man interpretiert an vielen Stellen, dass das der Anfang war von Astronomie. Da gibt es bestimmt auch an anderen Stellen natürlich Orte, wo man angefangen hat, sich über den Himmel Gedanken zu machen. Ich will damit auch nur sagen, Bums, hier ist kaputt, der Stuhl kaputt gemacht. Astronomie hat sehr, sehr früh angefangen. Hier haben wir 3.700 bis 4.100 Jahre geschätzt die Himmelsscheibe von Nebra. Wer hat davon schon mal was gehört? Ja. Ist da drüben irgendwo in Nebra aufgetaucht und die sollte sogar gemopst werden. Und das ist dann irgendwie rausgekommen und so ist sie doch jetzt für viele Leute zugänglich. Ich hab sie schon gesehen, weiß nicht, ob das in diesem Museum das Original war oder die Fälschung. Man sieht hier ganz einfach einen Sternenhimmel. Man weiß nicht genau, ob das hier unten eine
eine Mondscheibe ist oder ein Schiff. Ja? Man denkt, also das könnte eher der Mond gewesen sein und die Plejaden interpretiert man so ein bisschen als sieben Sterne, obwohl hier sind es nur fünf, hier oben rein. Ja, wer weiß, was das ist? Stonehenge. Stonehenge hat man benutzt, indem man ganz einfach durch die Anordnung der Steine astronomische Daten feststellen konnte. So. Wir haben da auch was ziemlich Altes aus China. Wir können hier auch schon so ein bisschen was sehen, was gemeint sein könnte. Hier, das könnte der Skorpion gewesen sein hier. Ja. Da oben der große Wagen, der Rest, es könnte aber auch hier der große Wagen gewesen sein, ist schon lange her. Bemerkenswert fand ich in dem Zusammenhang, dass man die beiden armen Astronomen, den Chi und den He, wegen der versäumten Vorsage von der Sonnenfinsternis geköpft hat. Das ist nicht schön. Das gute Ding ist der Mechanismus von Antikythera, so wird es glaube ich ausgesprochen. Mhm. Was ist der Mechanismus von Antikythera? Man sieht schon, dass es so ein bisschen technisch aussieht. Das Schiff, auf dem das Ding gefunden wurde, muss 70 bis 60 vor Christus gesunken sein. Das hat man ermittelt mit all den anderen Sachen, durch all die anderen Sachen, die damit versunken sind. Bemerkenswert war, man hat dieses Ding so sorgsam wie möglich geborgen, hat es dann erstmal in das Nationalmuseum von Athen gebracht und da war es lange, lange Zeit und man hat es Gott sei Dank in Ruhe gelassen. Mittlerweile hat man sowas wie die technischen Errungenschaften im Bereich der MRT-Technik. MRT kennen wir alle vom Arzt, ja. Und man hat tatsächlich Folgendes gemacht, wegen der Zerbrechlichkeit dieses Mechanismus hat man ein MRT-Gerät zum Patienten gebracht, weil man Angst hatte, das Ding fällt auseinander. So hat man nämlich herausgefunden, was sich dahinter steckt, was dahinter steckt. Das ist eine Draufsicht von dem ganzen Gerät, viele, viele Zahnräder, ein großes Zahnrad mit, ich glaube, 307 Zähnen, die musste so viel haben, weil bei irgendwelchen Himmelsmechanismen war eine Primzahl mit im Spiel. Und eine Primzahl kann man natürlich aus zwei natürlichen Zahlen durch ein Getriebe nicht herstellen. Weil da kommt ja immer, wenn man irgendeine Zahl mit einer anderen multipliziert, kann sie ja keine Primzahl mehr sein. Wie man das mit der damals zur Verfügung stehenden Technik hingebracht hat, ist ein Rätsel überhaupt. Hier unten sieht man den Mechanismus von der Seite. Man sieht hier sogar, dass Hohlwellen eingebaut wurden. Wenn man jetzt in diese Zeit in der Lage war, sowas zu machen, weiß man nicht. Man weiß nur, dass es so ist. Weil die Altersbestimmung von dem Teil hier ist ziemlich sicher, dass es so alt ist. Der Sonnenstein der Azteken, muss ich kurz Werbung machen für unseren physikalischen Verein. Der Volker Heinrich wird morgen über den Aztekenkalender sprechen, bei uns im Physikalischen Verein am Senckenberg Museum im Neuen Hörsaal. Er wird Ihnen auch sagen, warum die Welt nicht, neulich mal war es 2014, warum die nicht untergegangen ist. Es funktioniert natürlich so wie ein Kalender, der ist irgendwann zu Ende, um neu anzufangen, wie ein Jahr, wie bei der Uhr auch. Man hat das irgendwie irgendwann mal so interpretiert, dass die Welt untergeht. Keine was. Gut, hier haben wir im arabischen Bereich schon mal Astrolabien hat so schon eine Erklärung gehabt für Mondfinsternisse. Der erste richtig ernstzunehmende war der Nikolaus Kopernikus mit diesem Werk hier. Ich mache jetzt mal einen schnellen Durchlauf. Er wusste schon sehr gut, wie das Sonnensystem aufgebaut ist. Ja? Wir haben hier die Marsbahn, die Venusbahn. Alles in der richtigen Reihenfolge. Wir haben hier den Tycho Brahe. Tycho Brahe war in erster Linie einer, der unheimlich genau messen konnte. Der Umfang seiner Messung, die Aufzeichnung und auch die Genauigkeit
sind bemerkenswert, vor allem wenn wir haben uns gerade vorhin darüber unterhalten, wenn man bedenkt, welche Messinstrumente er zur Verfügung hat. Nur durch seine Masse an Messungen und die Genauigkeit der Messungen konnte dann, das ist nochmal der Bra, Berichten zufolge, hat er sich mal ein Duell geliefert wegen einer mathematischen Formel, hat dabei die halbe Nase verloren und musste dann öfter mal, wenn er draußen gegangen ist, irgendwie diese goldene Nase tragen. Und es soll auch die goldene Nase, die buchstäbliche, sprichwörtliche goldene Nase sein, über die man teilweise spricht. Das war dann der Kepler, der auf den Berechnungen vom Bra angefangen hat, genaue Bahnen zu rechnen und genau zu interpretieren, was denn bei den Planetenbahnen so stattfindet, nämlich die Keplerschen Gesetze. Einmal generell, dass die Planeten auf Ellipsenbahnen sind, einmal, dass sie in gleichen Zeiträumen gleiche Flächen hier bestreichen und einmal natürlich die Keplerschen Gesetze, was man mathematisch daraus für Nutzen ziehen kann, weil wenn man da gewisse Messungen von Planeten gemacht hat, kann man durch die auf die Radien, die Radien des Umlaufs und die Dauer des Umlaufs kann man auf viele, viele andere Parameter schließen und kann die leicht ausrechnen, ohne sie groß zu erforschen. Galileo Galilei, über den könnte man auch einen ganzen Vortrag halten, ganz klar. Wir hatten es auch vorhin drüber unterhalten. Er war der erste Fernrohrbenutzer. Er hatte von einem holländischen Optiker namens Lippershey das erste Fernrohr hier bekommen. Wenn ich jetzt von Fernrohr rede, rede ich von einem Instrument, ich würde mal sagen, der wäre für jedes Kaufhausteleskop, das es heute bei Lidl, Aldi, Rewe und so weiter gibt, wäre der dankbar gewesen. Also das war primitivste Qualität, was man mit Linsen herstellen kann. Trotzdem war er in der Lage, die Jupitermonde zu erkennen und zu interpretieren, was da abgeht, was da läuft. Ne? Das ist jetzt das sind die Jupitermonde, wie man sie in einem modernen Teleskop sieht. Also die drei größten natürlich. Und der große rote Fleck, auf den kommen wir nachher noch zu sprechen. Isaac Newton, klar, Begründer der modernen Mechanik. Im Prinzip berechnen wir alles, was mit der primitiven Bewegungsphysik zu tun hat. Sei es die Statik, sei es die Dynamik, da ist immer noch der alte Newton genug. Also wenn man jetzt irgendwie nichts mit Lichtgeschwindigkeit macht, also nichts Relativistisches, wenn wir ein Auto bauen, wenn wir ein Haus bauen, ist das immer noch die gleiche Physik von Newton. Es wurde auch ein Fernrohr nach ihm benannt, weil er hatte die Idee, warum muss man denn mit Linsen arbeiten? Man kann das doch auch hier durch Spiegel machen. Das ist das klassische newtonsche Prinzip. Das Licht kommt von vorne auf einen Sammelspiegel, fällt auf einen Fangspiegel und dann guckt man von der Seite hier durch und hat das Gerät hier in der Länge als Brennweite, tut dann ein Okular hier rein, diese Brennweite in Millimeter geteilt durch die Brennweite des Okulars ist die Vergrößerung. Wunderbar. Das sind die Fernrohre, die bis dahin benutzt wurden. Einmal das galileische Fernrohr. Dort hat das Sammellinse und eine Streulinse. Deswegen, weil hier die Lichtstrahlen, anders als bei den anderen Teleskopen, sich nicht kreuzen. Ja? Der Vorteil bei diesem alten galileischen, die man übrigens immer noch im Betrieb hat, ist folgender. Man hat ein aufrechtes Bild. Das Bild ist nicht auf dem Kopf, weil sich eben die Lichtstrahlen hier nicht kreuzen. Sie bleiben beieinander. Ja? So haben wir das heute noch in primitiven kleinen Operngläsern drin und bei Aussichtsfernrohren, die irgendwo auf dem Berg draufstehen. Vorteil ist nämlich, man muss keine Prismen einbauen, die viel Geld kosten, die auch irgendwann beschlagen und so weiter. Man hat nur zwei Linsen und fertig ist es. Den Newton habe ich eben schon erklärt. Gut. Charles Messier war eigentlich Kometenjäger. Das wäre die wahre Freude gewesen für ihn, so einen Kerl wie Judy mal so aus der Nähe zu sehen. Er hat bestimmt auch einen ganz anderen Gedanken gehabt, was ein Komet ist, weil er hat ja immer nur das gesehen. Man sieht ja nie den Kometen, der da fliegt. Ne? Dieses kleine Ding da, das ist ja da innen drin, das sieht man kein bisschen. Ja? Die Kometen war eigentlich das, was er so angucken wollte. Nun sind das sehr, sehr viele Objekte,
am Sternenhimmel, die sehen dummerweise fast genauso aus wie ein Komet. Deswegen hat der angefangen, alles, was nach Nebel aussieht, mal zu katalogisieren, damit er weiß, wenn da ein neuer, grauer, milchiger Fleck auftaucht auf dem Stern, am Sternenhimmel, ob das jetzt was Neues ist oder etwas, was es schon gibt. Weil dann braucht er nicht rein zu interpretieren, habe ich jetzt einen neuen Kometen gefunden oder nicht. Das benutzt man heute noch. Den Messier-Katalog von 1 bis 100 und so und so viel. Hier alles sind Aufnahmen vom Hubble Space Teleskop, glaube ich. Der William Parsons, Alan Frossi, hat einen Spaß daran gehabt, Riesenteleskope zu bauen. Also er muss viel finanzielles Potenzial gehabt haben. Das Leviathan war damals das größte Teleskop auf der Welt überhaupt. Man sieht es später noch beim Teleskopbau, zumindest was die technischen Errungenschaften auf der Erde, also die terrestrischen Teleskope angeht, gilt wirklich die Formel viel hilft viel. Vor allem viel Öffnung. Und da man Glas in dieser Größe zu diesem Zeitpunkt noch nicht so herstellen konnte, in dieser Qualität, hat der Mann mit Metallspiegeln gearbeitet. Riesengroße Metallspiegel waren in diesem Teleskop drin gewesen. Sieht so ähnlich aus, allerdings da jetzt schon mit Glasspiegeln. Der William Herschel war unter anderem auch Musiker und hat mit ähnlich großen Instrumenten den Sternenhimmel durchforstet. Der wohl bedeutendste Astronom Anfang letzten Jahrhunderts war der Edwin Hubble. Man sieht den Edwin Hubble, wenn man so Bilder googelt im Internet, man sieht immer Pfeife rauchen. Das hat schon Stil gehabt am Teleskop, beim Berechnungen anstellen, immer Pfeife geraucht. Ist aber mit 63 gestorben am Schlaganfall. Ja. Das war das Hooker-Teleskop. Nochmal zurück, mit dem Teleskop hier unten konnte er zum ersten Mal nachweisen, dass die Andromeda-Galaxie kein milchiges Objekt ist, wie etwa ein Emissionsnebel oder der Ringnebel in der Leier, sondern eine Galaxie aus Einzelsternen, aus Milliarden Einzelsternen bestehend. Und dass das sowas ist wie unsere Milchstraße auch, war ein Riesenerkenntnis. Mit diesem Teleskop hier, dem Hooker-Teleskop auf dem Mount St. Williams, konnte er dann Spektralanalyse auch feststellen, dass sich die Galaxien, die wir da sehen am Sternenhimmel, alle von uns wegbewegen. Also dass die alle von uns wegfliegen. Das nach ihm benannte Hubble Space Teleskop hat dann förderhin danach, lange, lange Jahre später, herausgefunden, dass die sich auch noch beschleunigt wegbewegen. Und warum das so ist, da haben wir am Ende des Vortrags so vielleicht die eine oder andere Antwort. Ist sehr schwierig zu beantworten, weil das hat möglicherweise mit dunkler Energie und dunkler Materie zu tun. Und da ist man jetzt erst so richtig am Forschen, was das so genau ist. Nicht zu vergessen natürlich Albert Einstein mit seiner allgemeinen und mit seiner speziellen Relativitätstheorie hat er natürlich das Bild in der Physik so ein bisschen zertrümmert, will ich mal sagen, weil zum Beispiel die ganze Newton'sche Physik, die galt ja dann nicht mehr durchgehend, sondern die Newton'sche Physik ist, nach dem, was er festgestellt hat, ja nur gültig in einem gewissen Bereich, wo etwas funktioniert, nämlich weit unterhalb der Lichtgeschwindigkeit. Nun brauchte man natürlich für diese Formel auch ein Verständnis dafür, wie ist es dann mit der Lichtgeschwindigkeit. Der Ole Römer hat über die Art und Weise, wie sich die Jupitermonde verfinstern, herausgestellt, dass die Geschwindigkeit des Lichts nicht unendlich ist, sondern endlich sein muss. Weil er hat festgestellt, dass das, was normalerweise in einem zeitlichen, ganz, ganz genauen Rhythmus ablaufen müsste, weil so Monde ticken wirklich genauer als jede Uhr. Also diese Umkreisungszeiten von Monden, die sind so dermaßen was von genau. Und da hat er festgestellt, dass diese Zeiten etwas nach vorne und nach hinten pulsieren. Und das konnte man nur damit erklären, dass die Erde zu verschiedenen Beobachtungszeiten halt verschieden weit vom Jupiter entfernt war und dadurch diese Verfinsterung verschoben.
Ach, das ist jetzt nochmal, wollen wir nicht kurz drauf eingehen, das war eine Übersicht gewesen, was wir so alles vorher machen wollen. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und zwar gleich in die moderne Astronomie. Die moderne Astronomie hat ja auch, wie schon erwähnt, wenn wir nicht irgendwo hinfliegen können, nur das Licht, was wir uns angucken können. Egal, was es für ein Teleskop ist, egal, was wir da für eine Technik benutzen, wir haben nur das Licht als Ausgangspunkt unserer Forschung. Aber das ist jetzt eigentlich gar nichts so Neues, weil wir wissen alle, was das hier ist. Wenn man Probleme hat mit dem Haus, das Wohnzimmer zieht und so weiter, macht man eine Wärmebildkameraaufnahme und da sieht man schon, aha, hier muss nachgebessert werden. Wenn der Fuß wehtut, wenn wir gucken, ob er gebrochen ist oder nicht, sieht man hier, ah, ist nicht gebrochen. Hier sehen wir, klassischerweise, was ist das hier? Kreuzband, ne, das sieht man nicht. Und damit fliegt man natürlich einen modernen Jet. Man sieht genau, wo die anderen Flugzeuge sind. Man hat gleichzeitig noch das Wetterradar. Alles das, was wir hier benutzen, ist elektromagnetische Strahlung. Dann haben wir bei der elektromagnetischen Strahlung, die wir für die Astronomie benutzen, natürlich ein Problem. Wir haben viele Probleme. Ein Problem ist aber die Erdatmosphäre, weil durch die Erdatmosphäre geht nicht alles durch. Das heißt, wir können nur im visuellen Bereich hier und im Bereich der Radiowellen ungestört hindurch observieren. Für andere Beobachtungen brauchen wir mehr Equipment. Hier nochmal zur Erklärung, was das mit dem Spektrum des Lichtes ist. Eigentlich ist das alles das Gleiche. Also egal, ob wir hier oben Radio FFH hören oder gerade beim Arzt geröntgt werden, das ist alles elektromagnetische Strahlung. Der einzige Unterschied sind die Wellenlängen. So haben wir für die Abtastung der verschiedenen Wellenlängen auch verschiedene technische Hilfsmittel. Ne? Das macht also jetzt keinen großen Sinn, irgendwelche Infrarotbeobachtungen von da oben zu machen, weil das geht nur von da oben. So haben wir hier eine ganze Menge an Satelliten unterwegs. Man sieht hier an diesem Strahl, dass wir hier unten von kurzen Wellen bis langen Wellen hier diese Satelliten zugeordnet haben. Hubble kennen wir seit längerer Zeit. Spitzer zählt Sterne. Chandra, Röntgensatellit und unten zum Beispiel SOFIA. SOFIA ist ein umkonstruierter Jumbojet, den sehen wir gleich nochmal. Und hier unten haben wir die ganzen erdgebundenen Teleskope, die auch in verschiedenen Frequenzbereichen. Hier nochmal vom Hubble, wo ja, das maßgebendste, weltveränderndste Teleskop, das wir erstmal da hochgeschickt haben. Alle anderen Teleskope waren zwar auch tolle Errungenschaften, aber dass das Hubble geleistet hat, visuell und auch an sonstiger Forschung war bahnbrechend gewesen. Wobei all diese tollen Fotos, die wir hier sehen, sind bei uns Astronomen sogenannte Pretty Pictures. Pretty Pictures heißt, wenn man so ein tolles Bild macht, ja, von dem Nebel hier, das ist keine Forschung. Das ist nur ein tolles Bild. Deswegen macht man das auch nicht so oft. Natürlich, wenn man das Equipment zur Verfügung hat, macht man auch mal ein paar schöne Fotos, aber diese Fotos, die wir hier sehen, ist nicht die Hauptforschungsaufgabe von solchen Satelliten. Von daher Pretty Pictures. Das ist ein sehr, sehr berühmtes Beispiel, ist der Ringnebel in der Leier, ein Emissionsnebel. Wir haben hier in der Mitte einen weißen Zwerg. Und wer weiß, was ein weißer Zwerg ist? Wenn wir nicht, kommen wir drauf. Das vorweg. Das wird das Ende unseres Sonnensystems sein. Also wenn bei uns in 4 Milliarden Jahren, in den 5 Milliarden Jahren, also nach 10 Milliarden Jahren Sonnenlebensdauer Schluss ist, wird das so aussehen. Hier mal SOFIA, ein kurzer Jumbojet, wohl hier umfunktioniert. Man hat deswegen einen kurzen genommen, weil das statisch günstiger ist, dieses mehrere, ich glaube 15 Tonnen schwere Geschoss da hinten reinzubauen. Das ist im Flugzeug auch sehr, sehr brenzlig von der Statik her, vom,
von der Steifigkeit des Rumpfes her, mal ganz so, mal so eine riesen Tür da reinzubauen und ein tonnenschweres Teleskop da hinten reinzutun. Man kann sich vorstellen, wenn man das hier sieht, was es alles liegt, diese Technik. Dann mal ein Streifzug hier durch die größten Observatorien der Welt, das Paranal-Observatorium in der Atacama-Wüste. Das ist mitten der trockenste Ort der Welt, deswegen wird das nächstgrößere Teleskop nur 20 Kilometer davon entfernt gebaut werden. Das Attribut in der Atacama-Wüste ist ganz einfach, es ist fast irgendwo so hoch, so trocken. Wie hoch liegt das denn? Weißt du, wie alt das ist? Das ist 15 stimmt. 15 Jahre gibt es das schon, ja. Man hat hier unten im Tal auch extra so ein paar Unterkünfte. Also das wäre, wenn wir das jetzt richtig sehen würden, da unten im Tal so eine Unterkunft, wo man kaum Licht benutzt. Und auch die Wege dahin, da gibt es vor, hängen dann Schilder, bitte Licht ausschalten und so. Das ist schon. Wie hoch ist es denn? 2000 Meter oder ist es höher? Nee, das ist weit höher. Müsste ich nachher mal nachgucken. Hier sehen wir das Ganze mal von oben. Die Teleskope sind so angeordnet, dass man in Verbindung mit allen vier Teleskopen ein wesentlich schärferes Bild bekommt durch Zusammenrechnung der Ergebnisse. Das hier unten sind die Lichtleiterbahn bzw. die Lichtleittechnik, die im Untergrund hier stattfindet und die diese Teleskope quasi miteinander von der Bildtechnik her verquickt. Nun kann man bei so einem großen Spiegel, das sind 8,20 Meter Spiegel, glaube ich, kann man die Erdatmosphäre, die sich hier oben drüber bewegt, einfach Erdatmosphäre sein lassen. Wenn man hier keine adaptive Optik hat, kann man keine vernünftigen Bilder erwarten, weil man muss sich so vorstellen, das, was wir an Atmosphäre durchschauen, das ist ja so ein Volumen. Also wir haben diesen riesengroßen Spiegel. Je größer wir den Spiegel machen, desto größer wird ja auch das Volumen, das wir da durchgucken von der Erdatmosphäre und das Volumen, das dann eben sehr, sehr unruhig ist, weil da oben ist es ja auch mal ein bisschen wärmer. Ein paar Kilometer, 20 Kilometer oben drüber haben wir minus 50 Grad, ist klar, dass die Erdatmosphäre da am Brodeln ist, und zwar immer. Die adaptive Optik arbeitet dann so, der Spiegel ist gelagert auf vielen Auflagern. Und diese Auflager kneten quasi den Spiegel durch, also der würde ansonsten nicht halten. Wenn man ihn an der Seite nur lagern würde, würde er durchbrechen. Der ist absichtlich so dünn gehalten, dass man mit diesen Auflagern, die teilweise im Hundertstelsekundenbereich den Spiegel korrigieren, und zwar immer so, dass die auftreffende Unruhe in der Erdatmosphäre genullt wird sozusagen. Eine wahnsinnige Technik, aber gibt es mittlerweile auch schon ein paar Jahre. Zu diesem Zweck schickt man ganz einfach einen Laserstrahl nach oben. Der Laserstrahl analysiert ganz einfach auf dem Weg zurück, was macht die Erdatmosphäre da? Und Computer berechnen dann, was diese Auflagerhydrauliken unter dem Spiegel machen müssen, damit die Erdatmosphäre faktisch weggebildet wird. Hier noch ein weiteres großes Teleskop, das arbeitet wie ein Fernglas. Müssen wir ein bisschen schneller machen, auch mit einem großen, zwei großen 8,4 Meter Spiegel. Man sieht hier, wie das Licht von draußen reinkommt, wird hier durch den Hauptspiegel gesammelt, geht zu einem Fangspiegel, Sekundärspiegel, geht dann hier runter und hier um die Ecke und auf der anderen Seite gerade umgetreten. Hier werden dann die beiden Bildinformationen verquickt zu einer Information, vermischt zu einer Information. Das ist ein Radioteleskop, das größte lange Zeit in der Atacama-Wüste. Das Arecibo-Teleskop in Puerto Rico wurde in so ein Tal reingebaut, hat quasi die Topografie des Landes genutzt, um dieses riesengroße Teleskop reinzubauen. Das ist ja die Antenne, die da von oben reinleuchtet und die Radiostrahlen von draußen gesammelt beobachtet. Da gab es mal, weil Arecibo guckt auch so ein bisschen nach SETI, also nach außerirdischem Leben. Da war mal so ein Signal, wo man sich dachte, das ist was, was eigentlich kein Zufall sein kann, weil kodierterweise ist das eine Spitze in einem Frequenzband, was man normalerweise in der Natur nicht hat.
da geht es auch schon weiter. Das FAST-Teleskop jetzt in China mit 500 Metern Durchmesser. Man sagt, dass man da wie viele Leute evakuiert hat. Also die haben wirklich ihre Bleibe verloren, also ihre Häuser. Ich glaube, wir sind im Tausenderbereich. Die hat man mal kurz woanders hingeschickt, um dieses Ding da zu realisieren. Die Chinesen hat. Ein Gravitationswellendetektor, ja, den Herrn Ganzmann, den haben wir neulich, das ist mal ein kleiner Werbeblock für den Physikalischen Verein, für die Eröffnungsvorlesung unserer neuen Bleibe, die wir haben. Wir haben unser Haus neu renoviert, wir machen da einen Eröffnungsabend und der Ganzmann, ich muss auf die Tube drücken, sagst du eben gerade. Ich glaube schon, okay. Bei 150 Folien. Okay, wo sind wir denn bei 51 drauf? Ja, das geht doch mal. Das heißt, schnell Durchlauf, wir haben einmal terrestrisch verschiedene spezielle Teleskope auch. Das große, von dem wir es eben gerade hatten. Wir haben Radioteleskope, aber die Reise geht auch schon weiter. Nur unweit von dem Parallelteleskop werden wir hier ein neues haben. Das Very Large Teleskop, das die Europäer dort bauen werden. Ein wirkliches Riesending, da hat sich mal ein Künstler die Arbeit gemacht und hat Größenvergleiche. Jetzt sehen, wie groß dieses Ding sein wird. Also wirklich beeindruckend. Auch im Weltall geht es mit der herkömmlichen optischen Teleskopie weiter. Das James Webb Space Teleskop wird demnächst hochgeschickt werden. Bemerkenswert finde ich bei dem Teleskop, schauen Sie sich mal die Größenverhältnisse an. Hier 6,5 Meter, hier 2,4 Meter. Das Hubble Space Teleskop, das habe ich in der Folie gar nicht drin, wiegt 11,5 Tonnen. Ja, das soll nur 6,2 wiegen. Also gerade mal die Hälfte und ist trotzdem größer. Wir sehen hier, warum der Spiegel kann dünner sein. Sehen Sie das so ein bisschen? Das sind Segmentspiegel. Das sind sechseckige Spiegel, während der Spiegel hier von Hubble an einem Stück geschnitten ist. Können wir überspringen, hat ein Künstler sich nochmal die Arbeit gemacht, die verschiedenen Frequenzbänder darzustellen. Das sind kurz die im Moment im Betrieb befindlichen Weltraumsatelliten, die hier aus dem Weltraum in den verschiedenen Frequenzen am Arbeiten sind. Also das sind alleine die, die im Moment wirklich in Betrieb sind. Gut, Jürgen, du hast zum Einstieg gesagt, wir werden erfahren, was das Lichtjahr ist. Gut, das haben wir jetzt schnell abgefrühstückt. Was es in der kosmologischen Betrachtung bedeutet. Was wir demnächst öfter hier im Vortrag noch hören werden, eine astronomische Einheit ist ganz einfach der Abstand zwischen Erde und Sonne, 140 Millionen Kilometer. Das nimmt man so ein bisschen als Maßstab innerhalb des Sonnensystems, weil außerhalb des Sonnensystems ist das schon wieder zu klein. Dafür haben wir das Licht ja hier, das Licht ist da, die Strecke, die das Licht in einer gewissen Zeit, also in einem Jahr durchstreift. Und das Parsec, das ist die Parallaxensekunde, sehen wir nachher auch, wie das ist deutlich. Die Erdmasse wird öfter mal im Zusammenhang mit anderen Planeten erwähnt, wobei die wirklich nur Belustigung des Volkes. Also die Erdmaßen benutzt man normalerweise nicht als wissenschaftlichen Vergleich. Die Jupitermasse schon, weil die Jupitermasse kann man als Standardmasse sehr gut nehmen, wenn es darum geht, Sonnenentstehung zu beschreiben. Weil ob aus einem astronomischen Objekt, wenn es sich formt, am Ende tatsächlich eine leuchtende Sonne wird oder nicht, hängt von den Masseverhältnissen. Die Sonnenmasse wiederum ist ganz einfach die Masse unserer Sonne, also die unsere Sonne vor der Haustür, weil die anderen Sterne sind ja auch alle Sonnen, wird von daher oft als astronomischer Maßstab benutzt. So, habe ich mir überlegt, mache ich mal die Leute kurz schwindelig. Was denken Sie, was das hier unten für Geschwindigkeiten sind? Können Sie lesen? Wir bewegen uns im Moment mit 30.000 km/h um die Sonne herum. Mit 35 km pro Sekunde um das galaktische Zentrum unserer eigenen Milchstraße und mit 550 km pro Sekunde relativ zur kosmischen Hintergrundstrahlung, also relativ zum Ursprung des Urknalls, den wir beobachten können. Sollen wir mal kurz unseren Streifzug durch Sonnensystem bei der Erde beginnen.
Die Erde hat ja gewisse überlebenssichernde Faktoren. Und zwar eine ganze Kette an Faktoren, die sichergestellt werden müssen, dass wir überhaupt eine Chance haben. Und zwar müssen wir den richtigen Abstand zu unserer Sonne haben, sonst ist es zu kalt oder zu warm. Die Größe und Beschaffenheit, die Stabilität der Erdatmosphäre, all das, was wir hier sehen, brauchen wir ja, um überhaupt eine Chance zu haben, zu überleben. Und das ist wirklich eine Sache, da können wir dankbar sein. Es gibt kein perfekteres Raumschiff für uns, in dem wir überleben können, als unsere Erde. Und das ist auch so ein Punkt, wenn wir jetzt über außerirdisches Leben reden, müssen wir halt gucken, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das alles zutrifft. Ja? Und selbst wenn das alles zutrifft, muss ja sich noch lange keine intelligente Zivilisation entwickeln. Ja. Das ist schon. Ich habe jetzt mal ein Beispiel rausgenommen. Das heißt, ein anderes Leben innerhalb unseres Systems. Das ist dann also innerhalb egal. Des Universums ist doch alles möglich. Bei Milliarden von Galaxien. Ich habe jetzt nur von den Wahrscheinlichkeiten geredet. Ja. Da ist es ja egal, ob das jetzt bei uns nur 10 Lichtjahre Entfernung ist oder ganz woanders. Ne? Das sind halt mehrere Faktoren. Das ist wirklich wie wenn man 10-mal hintereinander Lotto spielt und hat jedes Mal 6 Richtige. Da kann man ausrichten, wie, selbst wenn es viele Planeten gibt, für die das alles zutrifft. Ne? Beziehungsweise nein, selbst wenn es viele Planeten gibt, die man entdeckt, müsste das alles zutreffen, um überhaupt eine Chance zu haben, das Leben auf dem Himmelskörper. Das ist richtig, wobei man heute davon ausgeht, wenn es Leben irgendwo anders gäbe, also das Leben, wie wir es sehen, müsste es doch relativ ähnlich sein. Ja, Sie haben vorhin gesagt, wir können nur bis zu einem bestimmten Punkt gucken und dahinter ist alles. Ja, das ist richtig. Ja. Nur wir gehen als Physiker davon aus, dass die Gesetzmäßigkeiten der Physik überall im Universum gleich stattfinden, überall im Universum gleich sind. Und dann können wir eben sagen, die Wahrscheinlichkeit ist nicht null, klar. Die meisten vernünftigen Astronomen, die sich mit Astrobiologie beschäftigen, die gehen davon aus, dass es Leben im All gibt. Es wäre ein Wunder, wenn es keins gäbe. Aber ob das jetzt eine Zivilisation ist und ob es das Leben ist, wie wir es kennen, das ist halt fraglich. Ja. Hier hatte ich nur mal ein Beispiel geben wollen. Wenn der Erdmantel nicht so aufgebaut wäre, also der Aufbau der Erde, und wir hätten hier keinen äußeren Kern, der flüssig ist, und einen inneren Kern, der fest ist, hätten wir kein Magnetfeld und wir wären dem Sonnenbombardement schutzlos ausgeliefert. Das wäre schon ein Faktor, wenn es nicht so wäre, kein Leben auf der Erde, keine Chance. Gut, was denken Sie, was das für ein Himmelskörper ist? Der Mond? Sieht so aus? Druckzeichen. Ja? Sieht so aus, und zwar von unten. Was? Natürlich nicht die Dark Side of the Moon, weil die gibt es ja logischerweise nicht, weil da ist es ja hell, wenn wir Neumond haben, ist ja klar. Ja. Die Vorderseite kann ich kurz erklären, die sieht deswegen so aus. Bei der Entstehung des Mondes in der jungen Phase war der Mond nur flüssig gewesen. Da hat sich durch die Gravitation der Erde alles zur Erde hingezogen. Ja. Das hat dazu geführt, dass der schwere Teil des Mondes irgendwann immer zu uns gezeigt hat. Blieb er also. Und die Erde hat als Gravitationsanziehungspunkt immer in die gleiche Richtung gezogen. Dadurch haben sich die Magmameere hier gebildet und gleichzeitig ist die Rückseite während der Zeit des großen Bombardements in der Entstehungszeit unseres Sonnensystems war die Rückseite schutzlos dem Bombardement ausgesetzt. Wobei hier ja manchmal die Erde davor war und die Erde mit mehr Masse natürlich mehr abgekriegt hat von dem Bombardement als der Mond. Das ist der Grund quasi, warum die beiden Seiten des Mondes so völlig unterschiedlich aussehen. Hier sehen wir das nochmal, die gebundene Rotation. Wir sehen näherungsweise bis auf so eine Taumelbewegung immer die gleiche Seite des Mondes. Der Mond soll
obwohl es da mittlerweile auch nochmal eine neuere Theorie gibt, die noch nicht untermauert ist, so entstanden sein. Ein etwa maßgroßer Asteroid, maßgroßes Objekt, ist eingeschlagen in die frühe Erde. Dabei ist dieses Objekt komplett zerstört worden und natürlich auch ein großer Teil unserer Erde. Und all das, was sich dann nach draußen bewegt hat, ins Weltall, in vielen, vielen Teilchen und mit wahnsinnig viel Energie und Hitze, hat sich, so gibt es Rechenmodelle, in relativ kurzer Zeit zusammengebündelt und da ist dann unser Mond draus geworden. Der Mond hat auch so einen Faktor, der uns das Überleben sichert, so was gerade vom Mond hat, und zwar stabilisiert der unsere Erdachse, habe ich nicht mehr mit dabei. Ah, nee, das ist hier drin. Weil der Mond und wir haben einen gemeinsamen Schwerpunkt von beiden Körpern. Und dieser Schwerpunkt liegt sogar noch in der Erde drin, aber deutlich verschoben Richtung Mond. Sodass der Mond wie eine Schwungscheibe wirkt auf unsere Erdachse und diese Erdachse stabilisiert. Weil wir haben ja schon eine Unruhe in der Erdachse drin, die Präzession der Erdachse taumelt ja so ein bisschen über viele tausend Jahre. Wäre der Mond nicht da, hätten wir eine völlig taumelnde Erdachse, was für uns ein bisschen schlecht wäre. Ja, fangen wir mal an mit der Sonne. Wie sieht es mit der Zeit aus? Akt drauf drücken, oder? Ja, ich würde sagen, bis 8 und dann machen wir noch eine Kontrolle. Alles klar. Gut, im Kern der Sonne muss Kernfusion stattfinden, sonst kriegen wir die Energie nicht zusammen. Das, was da stattfindet, würden wir gerne auf der Erde auch haben, ist aber ein bisschen kompliziert. Die 15 Millionen Grad wären jetzt nicht so das Problem. Ein Problem würden wir kriegen bei dem 200 Milliarden Bar Druck. Milliarde, nicht Millionen. 200 Milliarden Bar Druck haben wir hier innen drin, damit man den Wasserstoff dazu überreden kann, sich zu Helium-4 zu formen. Bei diesem Prozess, wie Sie sehen, gehen pro Sekunde 4 Millionen Tonnen, Materie verloren. Und da die Materie nicht so ganz einfach weggeht, genau wie Energie nicht ganz einfach weggehen kann, wird nach dieser einsteinschen Formel nämlich Energie daraus. Und das, was wir hier unten stehen haben, ist der Betrag an Energie, der in der Sonne permanent produziert wird. Hier haben wir mal die Sonne im Vergleich zur Erde. Das sind, glaube ich, 108 Sonnendurchmesser, die hier reinpassen. Tierisch unwissenschaftlich, aber schon beachtlich, obwohl unsere Sonne ein relativ kleiner Stern ist. Wenn wir da mal reinzoomen in diesen Sonnenball, sieht das so aus. Man sieht so ein bisschen eine Struktur wie so Honigwaben. Diese Waben haben einen Durchmesser von jeweils 1000 Kilometer. Und sind so wirklich am Boden. Man hat den gleichen Effekt, wenn Sie ein bisschen Soße übrig haben vom Vorhaben und tun das in eine Kasserole rein, haben Sie eine ganz dünne Schicht Soße und machen das heiß. Sieht genauso aus. Das sind nämlich Konvektionsströmungen in der Sonne drin. Wenn so eine Sonne dann natürlich so einen Ausbruch hier hat, wie das hier oben, dann geht diese Strahlung auch in Form von geladener, ionisierter Materie Richtung Erde los, wenn halt zufälligerweise Richtung Erde so einer losspritzt. Und dann sehen wir das hier, nämlich die Nordlichter und die Südlichter, gibt es ja auch unten am Südpol. Die werden generiert durch die ionisierte Strahlung, die von der Sonne kommt. Das heißt, immer wenn man sowas sieht, ist hohe Sonnenaktivität gegeben. Sagen wir mal hier die innersten Planeten, die festen Planeten mit ihren Kernen. Also die sind schon relativ ähnlich. Gucken wir auf die Uhr, 2 Minuten bis zur Pause. Hier ein Steckbrief. Durch die Planeten, da kann man jetzt mal so ein bisschen hin und her switchen, was die Werte angeht. Man sieht hier, die astronomischen Einheiten sind jeweils bezogen auf den Erde-Sonnenabstand. Man sieht, wenn man so durchblättert, die werden immer größer, sukzessive. Also von da werden die immer größer. Die Planeten sind nicht so wie auf der Perlenschnur aufgehängt.
Kein Pluto? Kein Pluto, kommt ja her, warum? Gestrichen. Man sieht hier auch, was die Temperaturen angeht, so ein paar kuriose Sachen. Warum ist der Merkur, wo der viel näher an der Sonne ist, kühler als die Venus? Kommen wir auch noch drauf. Nur zum Mars. Hier ganz interessant ist, bei der Venus ist bedingt durch die Umlaufdauer und die Rotationsperiode, kann man hier mal gucken, die Rotationsperiode und die Umlaufdauer, was folgt daraus? Der Tag dauert länger als das Jahr bei der Venus. Die hat langsam rotiert. Wollen wir die Planeten noch kurz durchmachen und dann machen wir eine kleine Pause? Okay. Wir haben hier so ein kleines Steckbriefchen mal für jeden Planeten. Merkur ist der kleinste und sonnennächste Planet. Und trotzdem ist er von den Temperaturen nicht so heiß wie die Venus. Merkur und Venus sollen mal zusammen gewesen sein, nämlich dass der Merkur mal der Mond von der Venus war, da gibt es eine Hypothese, und irgendwie der Venus abhanden gekommen ist. Das gibt es schon in verschiedenen Systemen, dass ein Mond eingefangen wird wie beim Mars oder dass er auch wieder weggeht. Das wäre dann auch der Grund dafür, warum beide Planeten als einzige beiden Planeten in unserem Sonnensystem keine Monde haben. Die Präzession der Bahnen ist ganz interessant. Die musste erstmal mithilfe von relativistischer Mechanik begründet werden, wo die herkommt. Dann haben wir hier bei der Venus. Venus klingt ja als Planet so schön, die Göttin der Liebe. Allerdings haben wir hier wirklich auf der Venus die schlimmsten Verhältnisse für einen Menschen, den man sich vorstellen kann. Diese Temperaturen sind gleichbleibend hoch fast auf der Venus, weil die Venus eine ganz, ganz dicke, dichte Atmosphäre hat. Die Atmosphäre besteht auch noch, als ob das nicht schon schlimm genug wäre, also dieser Druck und die Temperatur, zu 75 Masseprozent aus reiner Schwefelsäure. Das bedeutet, wäre man da, man würde zerdrückt werden, verbrannt werden, verätzt werden und hätte auch noch nichts zum Atmen. Also ganz, ganz böser Höllenplanet. Die Venus ist durch ihre Sonnennähe immer nur am Morgen und am Abend zu sehen, weil wir ja Richtung Sonne gucken, sie ist ja näher an der Sonne dran und nicht weiter weg wie der Mars zum Beispiel. Deswegen haben wir bei Merkur und bei der Sonne immer nur eine Chance, die zu sehen am Abend und am Morgen, je nachdem, wo sie gerade steht. Gut, die Erde kann man schnell durchgehen. Präzession der Erdachse haben wir vorhin schon davon gehabt. Das könnte ich mal kurz anschneiden. Die Erde rotiert in 23 Stunden, 56 Minuten und 4,09 Sekunden. Warum ist das so? Ein Tag dauert doch 24 Stunden. Das ist so, weil wir reden ja nur von hier nach da. Das wäre dann eine Erdrotation. Aber damit ein Tag draus wird, muss es sich ja etwas länger drehen. Und das ist der Unterschied zwischen dieser Rotation und den 24 Stunden. Also 24 Stunden ist nicht eine Erdrotation, sondern es ist ein bisschen mehr, dass wir wieder in die gleiche Richtung gucken. Der Mars.